Hallo, ich bin Justin, ich bin der Gitarrist von Max. Heute bin ich aber vor allen Dingen ein Überraschungsgast zu Ehren seines besonderen Geburtstages. Es ist der 21. Mai 2021. Wir stehen hier in Berlin in einem abgedunkelten Van der Plattenfirma direkt vor seinem Hotel. Max, wie so oft, aber heute besonders, ahnt von nichts. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Hoffentlich freut er sich. Hä? Justin! Du geiler Sau. Das ist das schön. Ich habe heute Morgen noch mit Justin geschrieben und so, hey, wir können frühestens am, später telefonieren, morgen drei oder Monate. So. In drei Monaten, wenn wir wieder uns vertragen. Ach, ist das schön. Leute, was für ein schöner Geburtstag. Du bist nicht sauer, dass ich die Überraschung bin. Im Gegenteil, ich bin richtig glücklich. Fahren wir gerade zu Universal? Ich erkenne... Doch, hier bin ich doch lang gegangen zu... Ist das schon die Schlalauer Allee? Ja, Schlalauer. Ist schon, ne? An der Tankstelle habe ich mir ein Bier geholt beim letzten Laufen. Wenn wir früher klettern waren, also richtig in der Wand, dann haben wir uns ein alkoholfreies Bier mitgenommen und eine Tafel Schokolade. Weil das so einen mega Energieboost gibt und das fand ich immer mega lecker. Dann irgendwie so nach 5 Stunden Klettern auf der Wand sitzen in der Sonne und dann und die Dose war dann trotzdem noch irgendwie so kühl im Rucksack. War cool. Und Schokolade und Bier ist viel besser als man denkt, Leute. Schokolade und Bier. Hallihallo! Oh, das ist ja schön! Danke, tschüss! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Max! Happy Birthday to you! Wow, es ist schön hier oben! Leute, das ist doch der Hammer! Drei, zwei! Komisch! Achtung! Wow! Hey Leute, lass uns die unbedingt jetzt anschneiden. Leute, 40. Viel Erfolg mit dem Album Postmortem. Ich tue euch alle einen riesen Gefallen, mein Geschenk an euch. Also Leute, sollen wir anstoßen? Wäre das vielleicht der Zeitpunkt? Weil wir beide ganz genauso richtig sind. Weil wir glücklich sind. Weil wir glücklich sind. Weil wir glücklich sind. Alles richtig, Leute.
endlich bei Ihnen aus dem Mobilfunkbereich wegen einer Treueaktion. Die läuft jetzt noch auf Samstag, da wollte ich Sie mal informieren drüber. Aber wenn Sie jetzt Geburtstag haben, ist es da günstig oder soll ich Sie in Ruhe lassen heute? Ich glaube, ich würde das wirklich dann an einem anderen Tag machen, nächste Woche vielleicht. Und ich bleibe ihm bis nächste Woche auf jeden Fall treu. Nee, das bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss arbeiten heute, den ganzen Tag. Wissen Sie, das können Sie ja Ihren Kunden, wenn Sie jetzt weiter mit Ihren Kunden telefonieren, sagen, dass ich meine neue Single rausgebracht habe. Wunschlos süchtig heißt die. Und dann können Sie das ja einfach in jedem Telefonat sagen. Übrigens, der Mutzke hat heute Geburtstag, hat eine neue Single rausgebracht. Und wenn Sie sich dafür interessieren. Ist das wunschlos? Wunschlos süchtig. Das findest du eigentlich bei jedem Streamingdienst mittlerweile, oder was sagt ihr? Ja, bei jedem Streamingdienst. Also es geht auf jeden Fall in die Luft, ne? Also ich bin so richtig aufgeregt aus dem einen Grund, weil ich mit dem Fliegen verschiedene Erfahrungen verbinde. Richtig geile Sachen und richtig schreckliche Sachen. Und ich bin voll gespannt, worauf es hinausläuft. Wir können ja erstmal klein anfangen und hier erstmal reingehen. Okay. Da haben wir quasi den ersten Step. Was? Das ist ein Flugsimulator? Ein Airbus. Ey, hör auf, ey. Das ist ja eine richtige Lean-Maschine. Ja, der richtige. 320? Ja. Stehst du da dran? Da steht es ja sogar. Wow, das ist ja unglaublich. Was, hör auf? Wir werden jetzt hier einfach erstmal eine Runde fliegen gehen. Ach Quatsch! Ich mache mein Handy aus, ich habe keine Zeit für Telefonate. Pilot? Flugmodus. Ey, Leute, ist das geil. Also ist hier wirklich was, was man bei Sendung mit der Maus sieht und immer denkt, also ich immer schon mein ganzes Leben lang dachte, schade, dass man nie in den Genuss kommt, sowas mal zu sehen. Wind soll ich jetzt fliegen? Ich vertraue dem Piloten. Ich habe ihn gefragt, ist er sich hundertprozentig sicher, dass wir bei diesem Wind fliegen können? Er glaubt, dass das okay wäre. Deswegen, dann versuch was. Weil wir glücklich sind. Weil wir wunschlos.